Parlament ist im Moment dran, das Bürgerrechtsgesetz, das uralt ist, nämlich aus dem Jahr 1952, komplett zu überarbeiten. Das ist dringend nötig, weil wir heute eine unfaire Situation haben. Jeder Kanton, jede Gemeinde tut anders einbürgern. Das ist nicht korrekt, weil Kriterien sollen einheitlich für alle gleich sein. Das wäre fair. Die FDP setzt sich ein, dass das Bürgerrechtsgesetz endlich neu gemacht wird, im Sinn von hart, aber fair, einheitliche Integrationskriterien gemacht werden, die für alle gelten und in der ganzen Schweiz, alle Kantone, alle Gemeinden. Die FDP unterstützt die Revision des Bürgerrechtsgesetzes, insbesondere weil man dann eine Vereinheitlichung hat von den Fristen. Allerdings nicht bedingungslos. Wir sind dagegen, dass man die Dauer der vorläufigen Aufnahme anrechnet, die Gesamtaufenthaltsdauer. Und wir sind zweitens der Meinung, dass man bei 10 Jahren Aufenthaltsdauer bleiben sollte und die nicht nach oben reduzieren, wie es der Bundesrat will.